Und damit herzlich willkommen zu Deponia. Ja, liebe Freunde der Point-and-Click-Adventures, ich wurde von euch gebeten, auch das kultige Spiel Deponia mal zu zeigen. Ich habe auch dann eine Twitter-Umfrage gemacht, um zu gucken, wie das ankommt. Und auch da habt ihr mir gesagt, ich soll es mal tun. Und ja, da ist es jetzt. Deponia, mittlerweile der vierte Teil dieses Jahr released worden. War dann im Sale bei Dedelic für 11 Euro und ein paar zerquetschte für alle vier Teile. Da habe ich doch glatt mal zugeschlagen. Habe gesagt, komm, dann fangen wir aber auch vorne an, damit wir die ganze Story kennenlernen. Nicht nur den aktuellen Teil. Insofern wird uns Deponia jetzt in den nächsten Wochen auf meinem YouTube-Kanal begleiten. Ich hoffe, ihr guckt ein bisschen mit, ihr ratet mit, denn wir machen das so wie immer. Ich habe bestimmt am Ende jeder Folge ein paar Rätsel übrig und freue mich einfach darauf, ja, dass ihr Hinweise gibt, dass ihr Tipps gibt und dass ihr mir helft, die Probleme zu lösen. Wenn ihr das Spiel jetzt natürlich kennt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr Dinge nicht direkt verratet, sondern vielleicht mir einfach Tipps gebt, wie ich es lösen kann, aber so, dass ich schon weiterhin damit noch ein bisschen rumknobeln muss. Gut, welcome to Deponia, da sind wir jetzt und wir wollen ein neues Spiel starten. Ich habe das Spiel selbst noch nicht gespielt, ich kenne weder die Story noch irgendwelche Elemente davon, insofern auch für mich Neuland und es wird mit Sicherheit einiges geben, wo ich eure Hilfe brauchen werde. Möchten Sie ein neues Spiel starten? Wenn ich auf Spiel starten klicke, möchte ich das wahrscheinlich tun, ja. Wähle den Inventarmodus. Inventar per Mausrad. Empfohlen. Oder was haben wir hier? Per Klick klassisch. Nee, ich will Mausrad. Und los geht's. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir? Wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Das ist einfach. Wenzel heißt der Kerl, okay? Computer? Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Okay, also ich glaube, der Humor von dem Spiel ist ganz meins. Das wird großartig. Erkläre mal, wie man jemanden anspricht. Wie man jemanden anspricht? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man ein Objekt ansieht? Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, nein. Ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem, Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Also, das hier meint er wohl? Rechtsklick? Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben.
Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Klingt einfach. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na klar. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Und das hier? Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Also ich muss mal sagen, Wenzel, du sprichst ganz eigenartig. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Dann werde ich das doch bestimmt hier, ja, einsetzen können, ne? Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Na gut, ein Knopf, der wird gedrückt. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken. Nein. Und schon... Ah, geh weg. Gut. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Gut, und damit nochmal hallo und willkommen zu Deponia. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Ach ja? Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Gut, dann machen wir das doch. Die Liste, guck mal hier, ein Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Das war mal einfach. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Hoffentlich. Gut, also scheinbar müssen wir mal gucken, was hier alles so rumsteht. Ja, weil es ist ja nicht ganz offensichtlich, mit welchen Dingen man hier interagieren kann. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Gut. Kann ich mir den Koffer nochmal anschauen? Es fehlt nur noch etwas Proviant, wissen der wir. Seitenschneider, warum auch immer, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Okay. Dann gucken wir mal eine Truhe. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen, ohne mich. Wird wahrscheinlich eine Stufe schlauer gewesen sein als du, ne? Und hat's einfach schon geschafft. Ein Schweißgerät mitnehmen. Eine Öldose, auch okay. Geht's zum Wohnbereich. Dann gehen wir da mal hin. So, fangen wir mal hier einfach von links an. Ein Spind, eine Spindtür.
Waschmittel ist gut. Ah, der Seitenschneider. Perfekt. Mach mal wieder zu, wir lieben ja Ordnung. Was haben wir denn hier? Die Zahnbürste, sehr schön. Hä? Igitt. Was ist das denn? Hörste, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Ach, pfui. Ist ja echt eklig. Ein Waschbecken. Boah, was für eine Plörre. Ist ein bisschen eklig nur, ja. Postmenstruale Memo, um Gottes Willen. Wieder eine Memo von Toni. Mal das sehen, Toni? Was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Toilettentür, dann machen wir die doch mal auf. Nichts. Ah, doch ein Pömpel. Noch was? Nee. Dann schließen wir die wieder. So, scheinbar ist hier unten irgendwie diese Zahnbürste, die dunkle Ecke. Da gucken wir mal gleich, wie wir drankommen. Eine Hausapotheke. Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Na gut. Tonis Zimmertür, dann gehen wir doch rein. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Ja, das ist eine berechtigte Frage, mein Lieber. Heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Rufus, vielleicht war das damals aber auch ein Problem in eurer Beziehung. Ich weiß ja nicht. Hinter Tonis Hütte. Gehen wir mal raus. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Na gut. Dann gucken wir mal nach der Zahnbürste. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Na gut. Was sagt mein Inventar? Die Dose. Kann ich die da irgendwie reinlocken, drüber stülpen? Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Bitte? Kann ich es ins Waschbecken kippen? Toni sagt, ich bin dran, das Bad ja, zu putzen. Ja, wissen wir, sorry. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Altöldose ins Waschbecken kippen. Und weg damit. Macht man doch nicht sowas, ich bitte dich. Eine leere Dose. Hm, na gut. Kann ich damit jetzt die Zahnbürste fangen vielleicht? Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Gut. Gehen wir mal hier runter. Die hat's aber auch mit ihren Memos. Die stechen ja schon ins Auge. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, finde ich auch. Wenn man sich hinsetzt, kann man wenigstens was knabbern, ne? Ofen. Herdplatte kann ich auch nur draufditschen. Kalt. Ja. Was kommt denn hier? Eine Gabel. Ein Topf. Eine mistige Memo. Was sind das für eine Ziege? Ist ja unglaublich. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Nee. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ja. Nächstes Memo. Zickig diesmal. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Gucken wir mal, was drin ist. Ah, eine Socke. Davon brauche ich doch welche, oder? Wie ist die da bloß hingekommen? Die Frage ist gut.
So, wie geht's hier noch weiter? Ein Mantel. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine was ein Socke. Zufall. Noch cool. Eine. Hab ich ja schon ein paar, oder? Kann ich die zu einem Paar zusammenfügen irgendwie? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Du hast Probleme. Okay. Was ist denn hier noch so? Nichts mehr, nichts mehr. Eine Kammer. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Aber dafür haben wir doch einen Seitenschneider. Das Allzweckwerkzeug, das ist so ähnlich, glaube ich, wie die Spitzhacke oder diese Hacke bei Journey Down, ne? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Nicht genug Hebel. Kann ich den Pömpel dann damit verbinden? Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ja, wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Okay, man muss sich wohl daran gewöhnen, dass das Spiel einen hier irgendwie erstmal glauben lässt, dass man eine Lösung hat und dann gibt's doch einen Arschtritt. Kann ich das mit der Gabel raushebeln? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Sieht aber doch aus wie eine lose Platte hier, oder? Ah, na klar, probieren wir es mal so. Mit dem Pömpel ging ja auch schon immer viel in solchen Spielen, ne? Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Ach doch. Habe ich jetzt eine Mausefalle? Zahnbürste, ich hab dich. Haha. So, Mausefalle. Und? Ab in die dunkle Ecke. Ohne den richtigen Köder wird das wohl nichts. Okay, also, ja. Was will die denn? Will die... Alte Socke riecht doch bestimmt irgendwie eklig, oder? Das muss doch klappen. Eine Socke habe ich schon mal. Ist aber gut? Ich brauche ein Paar. Ja, ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Die riecht zwar nach Käse, ich bezweifle trotzdem, dass sie sich als Köder eignet. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, wie die Socke riecht. Danke, Rufus. Keine Ahnung. Aber hat er denn nicht gerade gesagt, dass da irgendwelche Essensreste in den Ritzen hier irgendwie hängen? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Habe ich Behälter? Ich habe einen Topf. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Mhm. Aber ich brauche einen besseren Behälter. Der Topf hat keinen Deckel. Und am Ende kullern die mir doch nur durchs Inventar. Okay, was haben wir noch? Ach, die leere Dose, okay. Probieren wir das mal aus. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Na also. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay, jetzt habe ich die als Reiseproviant, aber nicht als Köder für die Falle, oder? Ich sollte sparsam mit meinem Proviant umgehen. Ja. Die Reise wird lang. Mhm. Aber dafür muss es doch noch gehen. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Perfekt. So, Mausefalle, wo bist du? Falle mit Köder hier ab in die dunkle Ecke und fang die Zahnbürste. Put, komm zu Papa. Hab sie. Vielleicht hättest du dir auch einfach eine neue kaufen sollen. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Boah.
Errungenschaft bei Steam freigespielt, der Bürstenjäger. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, also. Gucken wir nochmal auf die Liste. Ich habe nur zwei Maustasten und ich habe gerade die falsche gedrückt. Das mit dem Tutorial hatte schon Schwierigkeiten. Ich habe Proviant, einen Seitenschneider, ich habe eine Zahnbürste und ich habe zwei Socken, aber unterschiedlich farbig. Wie geht denn das jetzt? Kann ich die irgendwie bleichen, sodass sie die gleiche Farbe haben? Ich hab doch hier Waschmittel gehabt, dachte ich, ne? Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Nee. Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Jetzt gehe ich mal hoch, Entschuldigung, und pack das jetzt mal in den Koffer, was ich hab, ne? Vielleicht ist das ja dann irgendwo abgehakt auf der Liste. Proviant? Check. Perfekt. Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer. Check. Perfekt. Socke? Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ach, ich will nee, ja nicht komm. Wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Da hängt keine drin. Oh, Kissen. Was ist das denn, ein Kissen? Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Boah, Igitt, Junge. Interessanterweise ist die weder blau noch gelb. Sie ist grün. Okay. Zahnbürste, check. Problem, ich brauche ein paar Socken und ich habe drei Stück von unterschiedlicher Farbe. Und keine Ahnung, wie ich das jetzt hinkriege. Ich meine, klar, jetzt kann man irgendwie auf die Idee kommen und sagen, blau und gelb gibt grün. Vielleicht kann ich die ja irgendwie doch nochmal, weiß nicht, irgendwie, wie soll ich sagen, auf grün umfärben, indem ich die irgendwie falsch wasche, weil Waschmittel habe ich, aber ich weiß halt nicht, wie jetzt. Vielleicht wird das die Lösung sein, dass ich aus blau und gelb irgendwie eine grüne Socke mache. Das würde jetzt naheliegen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie. Und würde daher jetzt auch mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um euch mit diesem Rätsel zu beaufschlagen. Und ja, gebt mir einen Tipp, was ich machen kann. Schreibt mir eure Ideen in die Kommentare. Schreibt mir, ob es euch gefällt. Schreibt mir, ob es euch nicht gefällt. Das Erstere wäre mir natürlich ein bisschen lieber. Und ja, das ist Deponia Teil 1. Und wir sehen uns hoffentlich dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Matze.